Yeah. Hallihallo und willkommen zu einer Tipps und Tricks Folge, wie man sich als Supporter in der Lane zu verhalten hat oder wie man sich hier ein paar Vorteile herausspielen kann. Seit einiger Zeit geben Wards, wenn man sie tötet, Erfahrungspunkte, und das können wir jetzt als Supporter nutzen, indem wir Pink Wards öfter in unseren Lane-Busch stellen. Wir haben dadurch einige Vorteile. Wir können beispielsweise einen Gank für unseren Jungler vorbereiten, wir können unsichtbare Gegner countern, so wie Evelynn oder Twitch, und wir bekommen eben noch zusätzliche Erfahrungspunkte. Man muss bedenken, pro getöteten Ward bekommt man so viele Erfahrungspunkte, wie man für einen Caster-Minion bekommen würde. Im aktuellen Gameplay, das ihr im Hintergrund seht, könnt ihr sehen, dass ich einen Pink Ward in den Lane-Busch stelle, aggressiv, also in den gegnerischen Busch, weil ich sehe, dass mein Zac ganken möchte. Nachdem ich hier ein bisschen gebaitet habe, setzt der Thresh noch einen Ward, den ich entfernen kann, und mein Zac schon mal seinen Gank vorbereitet. Es hat sich dann noch ein bisschen verzögert. Hier wurde dann von Twitch ein Ward reingestellt, was jetzt insgesamt nicht schlecht ist. Wir haben dadurch zwei Wards geklärt und haben trotzdem jetzt noch einen Jungler, der nicht zu sehen ist in der Sekunde und trotzdem seinen Engage praktisch landen kann. Hat jetzt hier vielleicht nicht perfekt funktioniert, aber das ist die Idee dahinter. Im weiteren Verlauf der Laning-Phase haben wir jetzt praktisch einen Pink Ward, der uns nicht nur die Sicht gibt, sondern dann eventuell auch einen weiteren Bait aufsetzen könnte. Der Gegner will diesen Pink Ward ja clearen und er ist somit damit beschäftigt und wir können wieder auf ihn engagen. In der nun folgenden Szene können wir dann gut beobachten, warum wir einen Pink Ward gegen unsichtbare Champions mitnehmen sollten. Ich wollte nämlich wie vorhin auch wieder in unseren Busch einen Ward stellen, um eventuell einen Gank vorzubereiten bzw. mich unsichtbar zu machen für den Gegner. Und hier passiert es jetzt, dass der Twitch eigentlich auf uns engagen wollte und wir ihn so perfekt abfangen konnten und ohne irgendwelche Probleme töten. Auch als Blitzcrank ist es sehr gefährlich, wenn man jetzt seinen Lane-Busch wardet und dem Gegner so die Vision auf einen selbst denied. Ich setze jetzt hier relativ aggressiv meinen Pink Ward, schaue, ob da ein Ward drin ist, und der Gegner hat im Endeffekt da nichts. Was schade ist, weil sich der Ward nicht direkt rentiert und ich nichts clearen konnte, auch keinen Kill daraus bekommen habe, aber im Laufe der Laning-Phase wird sich dieser Ward noch mehrfach rentieren. Das erste Mal kommt der Ward zum Einsatz etwa 2 Minuten, nachdem ich ihn gestellt habe. Bart versucht hier wegzurennen und wir behalten die Vision auf ihn, können ihn so weiter verfolgen und damit auch töten. Wirklich nötig war der Ward hier nicht, aber er hat auf jeden Fall geholfen. So, was man jetzt bis zu dieser Minute feststellen kann, ist, dass der Ward bereits seit über 6 Minuten in diesem Busch ist und uns Vision gibt. Wir haben also genug Möglichkeiten gehabt, ihn irgendwie zu nutzen. Vision ist eine der wertvollsten Dinge, also er hat sich schon lange bezahlt gemacht. Hier ist jetzt unser großer Moment gekommen. Wir können den Bart grabben aus dem Nichts heraus, obwohl er schon lange hätte eben diesen clearen können. Und so machen wir einen weiteren Kill. Unser Pink Ward also eigentlich einer der besten Männer hier in der Lane. Die Minions wollen wir jetzt mal vergessen. Es neigt sich langsam dem Ende seiner Lebenszeit hin, aber was uns jetzt noch bringt, ist einiges an Gold durch die Djinn-Fallen, die hier gesetzt werden. Warum der hier 2 nacheinander setzt, ich habe keine Ahnung, es bringt eigentlich nichts. Dadurch, dass aber der Ward da drin ist, kann ich ihn erstmal von der Lane wegpushen und dann die Fallen in Ruhe machen. Pro Falle 10 Gold. Und man darf auch nicht vergessen, dieser Pink Ward hat davor die Vision ermöglicht auf andere Wards. Und wir konnten diese clearen, das heißt, wir haben über die Geld bekommen und dann eigentlich auch noch Erfahrungspunkte. Mein Tipp also, holt euch ruhig mal einen Pink Ward für die Lane und schaut, was ihr damit machen könnt. Ich hoffe, das Ganze hier hat euch gefallen. Falls ihr Interesse an weiteren Guides habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Spaß in-game und bis demnächst. Tschüss Gemüse!